So Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir haben jetzt ja den lieben Bettkäfer, den Bedbug, jetzt erpresst und dann wollen wir mal schauen, was denn das Ganze gebracht hat, nicht wahr? So. Was haben wir denn da? Da hat irgendwas geblinkt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. So, mal kurz auf die Karte, mal nachschauen. Haben wir irgendwas? Haben wir irgendwo was? Miau. Sieht schlecht aus. Okay. Wahrscheinlich wie immer steige ich ins Auto und dann geht's los in der Art. So, mal rein hier. Gleich, Musik aus. Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Okay. Ja. Jetzt müssen wir warten, bis ich melde. Ach so. Moment. Da ist ein Ziel. Da ist ein Ziel aufgetaucht. Von hier. Brotkrumen. Okay, aber ohne Schnellreise. Ah, ist cool. Da wird immer angezeigt, ob ich Skillpunkte dafür bekomme. Ist ja klasse. Das ist cool. Na gut, ich bleibe nichts anderes übrig. Wie ist das gelaufen? Hast du einen Weg in Iraqs Gebäude gefunden? Ja, Bedbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Iraq trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bedbug sagt, Iraq fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraqs Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Okay. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schicke dir den Standort des Koffers. Das ist cool. Ja, ist das das Ziel da oben die ganze Zeit schon gewesen, oder wie? Scheint so, oder? Würde ich schon mal behaupten. So. Was ist da rum? Alter. Aquaplaning oder wie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So stark regnet es ja nicht mal. Wäre so typisch. Jetzt ja nicht, du willst da parken, Großer. Wer bezahlt mir den Schaden jetzt? Heilige Scheiße. So. Verbrechen erkannt. Ja, wie weit ist denn das? Ich will jetzt gar nicht, nein, ich will die Brotkrumen so aus dem Weg hier. So. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Das ist ein Plan. Schnapp dir den Aktenkoffer. Folgen Sie der Auktionsaktentasche und achten Sie auf darauf, Übergaben. Wie wichtig das ist. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Ist das der Aktenkoffer? Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Ja. Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll verfickter Goldbarren. Thank you.
Koffer? Tu ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Scheiße. Zumindest nicht das Richtige. Dieser Kenny war ein Genie, aber er ist verschwunden. Die Mafia hat ihn hingerichtet. Er hat für die den Blackout von New York verursacht. Ach, was liest du denn für ein Dreck? Ja, der Bankkonto ist hier. Aufs Boot. Und die Frage. Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier ein Motorrad. Ich folge. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ich renne einfach. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Hat zwar irgendwas vom Motorrad erzählt, nein. Aber... Nein. Warte. Da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gekauft. Ich sehe nämlich irgendwie kein Motorrad. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Das eine hier. Ui, ah. Yeah. Ach du mein lieber Gott, das war ja mal gerade eine knappe Geschichte. Aber ich meine, ich habe natürlich gewusst, ne, dass ich das hinbekomme. Das ist euch ja klar, ne? Und Baum. Ich meine, ist ja logisch. Ich meine, ich bekomme sowas immer hin. Sonst wäre ich nicht ADP. Auch ganz unauffällig ein Motorrad mitten am Pier reinzufahren. Anstatt auf der Straße, wo man eigentlich hingehört. Da bin ich auf dem Weg. Dann sind sie stramm. Ui, so drin. Wo legt er an? Ja, es war nur eine Laterne. Wow! Ne, ihr seid witzig hier. Jetzt ohne Scheiß, wie soll das beschatten? Das ist echt Witzbolde. Vor allem, weil es hier nicht mal Kameras gibt. Kamera.
eine Kamera. Noch eine Kamera. Wir uns vorwärts kämpfen hier. Stück für Stück Richtung Ziel. Schatten. Da ist er. Okay. Infiltrieren Sie, das ist doch... Ja, schon mal die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch bleibt. Deswegen stehe ich jetzt einfach rein. Die Leute zusammenknüppeln. Und dann abgehen wie so. Ach, klasse, ausgerechnet der. Das sind viel zu viele. Das war eine kluge Aktion, Junge. Das war richtig klug. So, kann ich bei dem noch was? Sehr schön. Elite Kill. Das ist ein bisschen Counter-Strike mit Double Kill oder sowas. So, was hast du Schönes? Nix? Ah. Ah, da ist er erschrocken, was? Lauf mal weiter. Lauf weiter. Vor allem, wie soll ich da jetzt eigentlich rüberkommen? Ja, toll, fährst du ja nachher runter hier. Ja, das ist ein schlechter Witz. Wer? Nein, nicht der Kran, hier die Kamera. Ich will die Kamera anvisieren, nicht den Kran. So. Jetzt kommen sie alle gar hier rüber. Oh, das wird was. Alle gar hier vorrennen, damit ich das da sprengen kann. Ja, meditier du weiter. So. Ihr seid so unnötig. Ja, geh doch mal da hinten hin. Nochmal zwei weniger. Wir müssen den Bastard endlich fertig machen. Los, treibt ihn da raus. Ja, es läuft da hinten noch ein paar rum. Nein, nur die drei, ne? Sieht so aus, ja. Nur die Frage, ob ich die jetzt alle einfach ummähe. Oder für so. Das ist so blöd hier. Dann kommen wir wieder zurück. Und da wieder hin. Mal schauen, was habt ihr denn noch Schönes? Wir laufen jetzt auch noch in dem Boot durch. Ja, ich habe auch noch verpasst, das zu sprengen. So. Lernt gerade lesen. Okay. Ich habe hier nichts. Weiter geht's. Hopp, kann ich nicht. Oder irgendwas hacken oder so. Ist alles witzlos. Ich meine, ja, jetzt sind wir zumindest mal hier, aber die Frage, die ich eigentlich habe, ist, wie komme ich hier rüber? Weil schwimmen kann der, glaube ich, nicht, ne? Ich meine, ich habe es nie ausprobiert. Kann der schwimmen? Wisst ihr das?
probieren es mal aus. Wartet. Das ist ein Witz. Leute, echt, Leute. Hallo? Warum ist das die ganze Zeit nicht schon rübergefahren? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Warum schickt mir das Boot zurück? Drei Leute sind da. Warum ist das nicht schon vorher rübergefahren? Das würde mich jetzt echt interessieren, als ich drauf war. Hätte es doch eigentlich rüberfahren müssen die ganze Zeit. Das ist komisch. Vielleicht weil Leute da waren, aber ich bin mir ganz sicher. Das wäre aber auch komisch, oder Leute? Von dass jetzt mitten im Wasser stehen bleibt, wollen die mich verarschen. Oh Mann. Ich glaube, das hat daran gelegen, weil ich nach vorne gegangen bin, einen Schritt. Das, ja. Auch nicht unbedingt so. Ist klar, so. Wie Leute haben wir drei. Ja, das wird ja noch gehen. Ich hab mal 1700. Ja. Mach mal ein bisschen schneller Fotos. Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. Okay. Der hier. Kannst du einen Mr. Punk spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Crispin. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reich dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Okay. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll das sein Auto bei einem Händler abholen. Okay. Alter, ich geht mit meinem Handy. Ja. Okay.
Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut und haut rein.